So. Ups, was ist denn da los? Meine Eltern wohnen da bei Bad Münstereifel. Ich weiß nicht, woher sie kommen. Bad Aus der Münstereifel, ja. Ich bin in Leudersdorf aufgewachsen. Bei meiner Oma. Ah, ja. Okay. Gut, ich musste nur erst lesen. Ja, ich bin auf sie gestoßen, weil ich mich viel mit diesen Dingen beschäftigt habe. Also selber keine Nahtoderfahrung oder sowas hatte, aber. Und da ist mir ein Satz aufgefallen, der mir sehr gut gefallen hat in dem Gespräch, das sie geführt haben mit jemandem. Da haben sie gesagt, ja, das ist alles schön, dass man weiß, da ist was nach dem Tod und so, aber man muss wissen, dass man hier im Leben ist und dass man damit hier in dem Leben zurechtkommen muss. Und da wollte ich sie fragen, also wie haben sie das für sich geschafft? Weil sie haben besondere Antennen und das muss manchmal anstrengend dann sein, sich hier in dem Leben zurechtzufinden, wenn man weiß, da sind so viele andere Sachen. Nee, ist eher umgekehrt. Die Antenne war genutzt, dass ich es mir erleichtern konnte. Also das muss ich vielleicht, das sind so für mich so drei Fragen in einem. Natürlich ist es so, dass man gewisse Situationen im Leben hat und man Todesfälle erlebt oder selbst gewisse schwerwiegende Erfahrungen macht. Da müssen die verarbeitet und verdaut werden. Das ist genau das Gleiche. Oder wenn jemand ein besonderes Talent hat, muss er auch lernen, damit umzugehen. Also das ist eigentlich überhaupt nichts anderes. Da ist auch kein großer Unterschied. Nur wir haben immer das Gefühl, dass so ein großer Unterschied ist. Für viele ist es so, weil das Problem ist, dass der Kopf dazwischen kommt. Der Kopf, der sagt, ja, das kann ja alles gar nicht sein. Das ist ja Blödsinn. Das ist ja, ich kann ja viel behaupten, wenn der Tag lang ist. Wo sehe Sie ich denn kommen aus das dem Ergebnis Rheinland, denn? oder? Sie kommen aus dem Ja. Rheinland. Ah ja, ich Ich komme bin aus auch Köln. in Solingen geboren. Solingen, ah ja, schön. Ja. Ja, Und bin dann, aber. ich empfinde das auch so wie Sie, dass letztendlich vielleicht, dass so viele Leute sagen, das ist Quatsch oder das ist gefährlich und die bösen Geister und so weiter. Das ist, glaube ich, weil man sich das ganz anders vorstellt. Also halt aus Naja, den es, Märchenbüchern und ja. so. Es hat auch, da hat auch wirklich damit zu tun, dass echt viel Kokolores erzählt wird. Es wird wirklich ein Blödsinn erzählt. Und das Problem ist, warum erzählen Leute so viel Blödsinn über sowas? Da ist so viel, also ich muss es so erklären. Wir haben auf der einen Seite Menschen, die wirklich spirituell sind, die wirklich eine Anbindung nach oben und nach unten haben. Das ist eben wichtig, dass man eine Anbindung in die geistige Welt hat, aber auch an die, eben an die irdische und die materielle Welt. Ohne das nutzt ihnen die Anbindung an die geistige Welt nämlich gar nichts. Ja, nix. Außer dass sie abheben und irgendwie völlig, ja, langsam aber sicher dem Wahnsinn immer näher kommen. Und da ist eben die Lösung, dass man eben wirklich wichtig, dass man mit dem Boden, mit dem normalen Leben verbunden ist, dass man ja einfach auch mit der Natur verbunden ist. Also mir hat die Natur da extrem geholfen, aber ich bin auch sehr naturverbunden aufgewachsen, bei meinen Großeltern viel gewesen in der Eifel. Und das war für mich sowieso. Ja, ich kannte es gar nicht anders. Ohne das, also ich kann zum Beispiel auch nicht einfach mal wieder eine Woche haben, wo ich nicht einfach regelmäßig im Wald bin. Also es geht gar nicht, da kriege ich einen Zug. Also ich brauche das. Und das ist genauso wie die geistige Welt, ist das für mich genauso selbstverständlich. Das andere Problem ist, warum haben wir so viele Menschen, die so viel Blödsinn erzählen? Hat damit zu tun, sie haben keine Anbindung ans irdische Leben, so richtig, weil sie traumatisiert sind. Und dann fangen sie an zu spiritualisieren. Und sehr häufig ist Spiritualität oder die das Kleid der Spiritualität eigentlich nur eine Überlebensstrategie und die nennt sich Spiritualisieren. Und Sie können davon ausgehen, dass 80% der Menschen, die sich für spirituell halten oder die sich spirituell bewegen oder darstellen, keine spirituellen Menschen sind, sondern spiritualisieren. Und das sehen Sie an sehr vielen Sachen, können Sie das ganz schnell abchecken, dass das Also muss man einfach eine aufpassen, Ego-Nummer ist. dann muss man aufpassen, wenn man ein Medium kontaktiert auch. Gibt es Ja. dann auch, wissen Sie Absolut. auch? Also nicht nur bei Medien, auch bei Heilern, bei alles, was so irgendwie energetisch ist. Das Fatale ist, dass diese Dinge funktionieren. Das Fatale ist, dass es all das gibt und dass sich das alles beweisen lässt. Und da gibt es so viele Studien in England dazu. Die sind seit 1951 forschen, die haben etliche Studien, wo das alles belegt. Also auch wissenschaftlich in Zusammenarbeit mit der Wissenschaft. In Deutschland gibt es inzwischen auch seit einigen Jahren da das Institut in Freiburg, die da auch wirklich viel
machen in dem Bereich. Das Problem ist aber, dass sie von denen nicht so viel hören, weil die natürlich nicht diesen Wunsch nach Darstellung haben. Die machen das einfach, um es den Menschen zur Verfügung zu stellen. Und das Problem ist, wenn ein Mensch diese Fähigkeit hat, aber die Anbindung an die irdische Welt nicht hat und dann spiritualisiert und das funktioniert, dann macht er damit ziemlich viel Unsinn. Also das ist, deswegen sollte man wirklich, man sollte aufpassen, weil es kann gefährlich werden, aber nicht die geistige Welt, die Das gefährlich ist, gefällt sondern mir menschliche daran. Das hat mir direkt Befähigkeit. gefallen, dass Sie das so Ja. sagen. Das ist sehr, ich glaube, das ist, weil wenn man dann in YouTube so ein bisschen rumsurft, man findet das, ja, also ich habe mir immer nur die Videos angeguckt von empirische Jenseitsforschung. Das ist ein Schweizer. Ja, Und ich glaube, da habe ich der ein Buch Herr. gelesen. Ja. Okay, genau, ja, der Ja. Herr. Genau, und dann habe ich mir ein Buch Speziellen gekauft Namen. von einem Physiker aus dem Max-Planck-Institut, das geschrieben hat, Jenseits der Materie. Und also diese Art von Spiritualismus kann ich mich auch mit identifizieren. Und das macht mir auch keine Angst. Aber ich denke, mir geht so wie vielen anderen, dass halt auch schnell Dinge Angst machen und man dann natürlich irgendwie damit umgehen muss und man dann schnell irgendwie bei Drogen oder sowas ist, um damit Ja, aber überhaupt die noch Frage ist ja, wieso macht es einem denn überhaupt Angst? Ja, das heißt, warum misstrauen wir denn eigentlich unserem Warnsystem? Das verstehe ich nicht. Warum vertrauen wir nicht auf unser Warnsystem? Weil es gibt wirklich viele, viele Menschen, die energetisch arbeiten und ihre Fähigkeit missbrauchen zu einem eigenen Selbstzweck. Oft nicht einmal bewusst. Das machen die wenigsten unbewusst. Das ist ja das Tragische. Die meinen es dann vielleicht auch noch gut, haben keine gesunden Grenzen, stülpen ihnen ihre eigenen Probleme über die Leute und. Da gibt es so viele Beispiele. Und das Problem ist, die haben alle keine Persönlichkeitsarbeit gemacht, an sich selbst geschafft und geguckt, wo ist meine Grenze, wie sieht es mit meiner Helferpersönlichkeit aus und. Wo ist mein Ego und wo bin ich in dem Ganzen? Kann ich gut für mich selber sorgen? Und wenn sie diese Basis nicht haben, dann wird es wirklich gefährlich. Und dann ist es wichtig, dass Menschen eigentlich auf ihr Sensorium hören und sagen, das, was der da erzählt, macht mir Angst. Oder das finde ich irgendwie albern. Ja, dann sollte man drauf hören, weil dann stimmt irgendwas nicht. Anstatt zu sagen, und ich habe Angst vor dem Thema. Es gibt Menschen, die Angst vor dem Thema haben, aber das heißt, wenn sie eigentlich immer von ausgehen, Menschen, die Angst vor dem Thema generell haben, vor Verstorbenen und so weiter, haben ziemlich sicher in ihrer Kindheit Wahrnehmungen dieser Art gehabt, waren überfordert, hatten niemanden, der ihnen das erklärt hat. Und dann ist Angst kommt immer aus der Vergangenheit, aus einer Überforderung, die nicht gelöst wurde und steigert sich dann bis zur Angst. Also das ist logisch. Das ist, aber es wird dann immer in die Ecke Spiritualität gepackt, dabei hat das mit der Spiritualität ganz genau genommen gar nichts zu tun, sondern mit den Menschen, die es anwenden, entweder richtig oder missbräuchlich und mit dem Menschen seiner Geschichte. Sehen Sie sich denn selber überhaupt als Medium oder einfach als normaler Mensch, der halt weiß, Das ist eine ganz gut. wie man die Neuronen aktiviert, um diese Dinge zu fühlen und zu sehen? Das ist eine super Frage, weil dann der studiere ich oder ja schon immer wieder mein Leben lang rum, weil ich habe mich nie als irgendwas besonders Herausragendes empfunden, noch nie. Und ich habe auch noch nie das Gefühl gehabt, dass das, was ich kann, jetzt wahnsinnig speziell ist, weil ich das nie als besonders speziell erlebt habe, sondern für mich ist das immer da gewesen. Ich habe das einfach mal eine Zeit lang halt unterdrückt, dann ging es mir aber nicht gut. Und deswegen. Ich sehe mich überhaupt nicht, bei mir ist es ja umgekehrt. Ich glaube, ich müsste viel mehr oder muss auch noch viel mehr anerkennen, dass ich da scheinbar eine Anbindung habe, die nicht bei allen so ist, die theoretisch bei allen da sein könnte, es aber nicht ist, weil der Mensch degeneriert ist oder unterschiedlich entwickelt. Ist einfach so. Das ist jetzt gar nicht gewertet. Und bei mir ist es scheinbar so. Und ich muss mich auch nicht hinsetzen und meditieren, weil ich mache einfach einen Schalter an und dann geht's los. Fertig. Also, das ist so. Ich weiß gar nicht, was man da so einen riesen Aufriss machen muss, sich vorher noch hinsetzen, meditieren und weiß ich nicht. Und jetzt muss ich dann noch ein Räucherstäbchen an und keine Ahnung. Also, ja. Ja, da habe ich auch schon Krach mit Freunden gehabt, weil ich auch nicht, weil sie mich unbedingt ins Yoga bringen wollten. Und ich bin auch so jemand, also ich lege mich auch aufs Sofa und schlafe sofort ein. Also ich entspanne Genau. dann, wenn ich das will, Genau. dann geht das schon und so. Und ja, aber tatsächlich ist es ja so, dass
Medium ja wahnsinnig helfen kann. Also Menschen, die wirklich, Ja, weil sie ja. verzweifelt sind, sie haben ja wahrscheinlich schon vielen Menschen geholfen. Das muss ja eigentlich eine große Befriedigung auch sein für sie, oder? Ja, wissen Sie, ich mache das ja nicht für mein Ego. Deswegen würde ich Nein, das so aber ja, niemals. weswegen machen Sie es dann? Weil das muss einfach irgendwie Weil es gemacht Spaß werden. macht. Weil es Ja, Spaß weil es macht. Spaß macht. Ja, weil es Spaß macht und weil es irgendwie Sinn ergibt. Also, Ja. ja. Es ist so, es hilft tatsächlich sehr viel, vor allen Dingen, wenn es in Verbindung mit Trauerarbeit eingebettet ist, dann ist es eben so, wenn Menschen gewisse Sachen nicht miteinander besprechen konnten oder es einfach versäumt haben, weil sehr häufig wirklich vor dem Tod nicht mehr geredet wird. In vielen Familien wird überhaupt nie geredet, also insofern wird dann auch dann nicht geredet und dann stirbt er und dann ist er plötzlich tot, obwohl er 2 Jahre lang todkrank war. So. Ja. Und diese Dynamik, ich habe ja auch viel über das Sterben geforscht, über den Tod. Also ich bin, was das angeht, das kann ich wirklich ungeniert sagen, glaube einer von den Expertinnen auf dem Gebiet, was Tod und Sterben angeht. Also, aber das hat so das Leben gebracht. Nicht, dass ich jetzt irgendwie Experte werden wollte, sondern man wird halt einfach irgendwann in irgendeinem Bereich Experte. Das ist wie wenn Sie ein krankes Kind haben. Wir haben eine Tochter mit einer Halbseitenlähmung nach einem schweren Unfall. Und seitdem bin ich Experte geworden beim Thema Halbseitenlähmung, Tricks mit einer Hand und Hirnverletzungen. Notgedrungen. Also es ist ja gar nicht so, dass man das irgendwie jetzt gesucht hat, sondern wenn einen etwas interessiert, ja dann, und man auch noch betroffen ist von irgendetwas, dann wird man entweder zwangsläufig, finde ich, zum Experten. So. Und drum, ich habe ja selber auch viel in meiner Jugend viele Leute dazu Grabe tragen müssen und habe gesagt, ich möchte das gerne irgendwie einfach mal begreifen, wie das alles zusammenhängt. Und habe aber auch komischerweise meine erste Sterbebegleitung war die Begleitung bei meinem Vater, der, und ich war 16 und mir hat niemand erklärt, wir haben vorher nie irgendwie über den Tod geredet. Es gab, also in der Familie war es jetzt nicht irgendwie ein Wahnsinnsthema. Bei meinen Großeltern war das völlig natürlich. Der Tod war was völlig Normales, Natürliches. Meine Großeltern hatten ganz, ganz gutes Verhältnis zum Thema Tod und Sterben. Dort habe ich auch viel Zeit verbracht, zum Glück. Und ja, und dann kam dieser Tag, wo mein Vater dann gestorben ist, und ich wusste als Einzige, wusste ich, was zu tun ist in dieser Begleitung. Und ich war 16 und alle anderen waren erwachsen um mich rum und sind völlig wie die aufgescheuchten Hühner rumgelaufen. Und für mich war das das Normalste von der Welt. Also ich scheine das schon irgendwie mitgebracht zu haben, das Wissen, und konnte es direkt anwenden. Also deswegen. Ja, Medialität ist wirklich etwas, was Menschen helfen kann, aber es ist zum Beispiel wichtig, dass es nicht zu einer Einrichtung wird, dass die Leute jedes Jahr oder jedes halbe Jahr oder jeden Monat zum Medium gehen, um mit ihrem Ja. Verstorbenen rumzusprechen, damit er am Leben bleibt. Man muss trotzdem Abschied nehmen. Es ist ein Abschied. Der Mensch ist gestorben und ich muss jetzt einen neuen Weg finden, ich muss einen Trauerprozess vollziehen und ich muss einen neuen Weg finden, wie ich mit der Situation umgehen kann und wie ich aus ihr gestärkt herauskomme, damit ich weiterleben kann. Also den Prozess darf man nicht vergessen. Und da eben passieren auch so viele Dinge, die nicht gut sind für Menschen in Trauer. Und da deswegen, ja, ist das halt echt, teilweise echt ganz schön heikel, was da so passiert. Für sich selber haben Sie wahrscheinlich keine Angst mehr vom Tod und Nö, wahrscheinlich überhaupt nicht. auch nicht mehr solche Verlustängste Ich mit habe den noch nie Menschen. Verluste gehabt. Noch nie. Dann ist Nein, noch natürlich, nie. Ich das konnte. ist natürlich bewundernswert, weil dann, das ist natürlich, was unser Leben, glaube ich, ja, die Angst vom Tod und damit verbunden die Verlustangst, ich glaube, das bestimmt Na, die 99 Verlustangst hat ja mit dem Tod Prozent. nichts zu tun. Ja, Das ist doch, ja der Witz an der doch. Geschichte. Nee, Ja, nee, nee, für die nee. Menschen schon, glaube Die ich. entsteht ganz woanders. Die entsteht ganz woanders. Verlustangst entsteht beim bedürftigen Kind in der Bindung zur Mutter. Und wenn ich zu meiner Mutter eine ungesunde Bindung habe und keine gesunde Verbindung, dann und Mama mich dann aus der Bindung abschneidet, weil sie überfordert ist und mich mit Liebesentzug straft, oder Mama emotional nicht anwesend ist, weil sie überfordert ist, aber körperlich anwesend, werde ich als Kind mich an Mama binden müssen und sie sehen, anfassen und sie in der Bindung halten müssen, damit ich die Sicherheit, also das bisschen Sicherheit habe, was ich als Kind brauche.
Wenn ich aber und wenn ich, wenn sie das, wenn sie aber dann weg ist und mich immer wieder aus diesem schneidet, dann entstehen Verlustängste, logischerweise. Und die werden logischerweise wieder aktiviert, wenn wir mit dem Tod einer Person konfrontiert sind, weil es wieder das Gefühl des Abschneidens ist. Aber es ist Okay. eine Erinnerung, es ist eine Wiederholung. Okay. Ja, Also die ja. Verlustangst entsteht viel, viel früher. Und das ist eigentlich unsere Hauptkrankheit. Das Ja. bedürftige Kind, die Bedürftigkeit, ungelöste Bedürftigkeit. Also da haben wir einen riesen, riesen Baustellen. Also der Tod ist gar nicht das Problem, der macht es eigentlich nur sichtbar. Hat die Pandemie Also das. uns verändert? Hat die uns sensibler gemacht? Es gibt ja Menschen, die Ja. sagen, wir gehen auf eine andere Frequenz oder ja, Ja, wir. ja. Ja, also wir bewegen uns unaufhaltsam. Wir sind ja schon mitten in der Veränderung, die alle laut beschrien haben, in der Esoterik-Szene gesagt haben, wann kommt endlich die große Transformation? Und jetzt ist sie da, alles verändert sich, sie müssen Entscheidungen treffen, ihr Leben verändern und jetzt sind sie alle am Rumjammern. Ja, so habe ich das nicht gemeint. Das, also entweder Veränderung oder nicht. Ja, also so, und wir sind in einer unfassbaren Umbruchphase, das ist so. Ich würde es einfach weniger mit, ach, keine Ahnung, Wasser, mein Zeitalter, Fische, Zeitalter, da, 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 oder Indigo und bla, 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 wie man das alles einkleiden kann, sondern es ist eine Veränderung der Struktur, der Gesellschaft gehen. Und ich glaube, es wäre wirklich naiv zu denken, dass 2, 3 Jahre Corona Menschen geläutert hätten. Also, ich glaube, es gibt ein paar mehr. Also ich habe eher das Gefühl sogar, dass es, oder dass ich beobachte, ist, dass es dieser Spalt, der schon vorher zwischen den Menschen, nicht durch Corona, sondern seit Corona, immer weiter sichtbar wird und das geht jetzt noch weiter. Und das ist halt jetzt nicht das Corona, jetzt ist wieder was anderes, jetzt ist ja die Grippe oder das Problem ist, dass es einen Strang geben wird, oder das haben wir jetzt schon von Menschen, ich nenne das Inselmenschen, das sind Menschen, die schon schaffen, Gemeinschaften zu leben, wo jeder Platz hat, wo nicht be groß bewertet wird, sondern jeder sein Bestes einbringen kann. Das ist so der eine Strang, die im Einklang oder auch in der Verbindung mit der Natur leben. Und dann gibt es die, die sich überhaupt nicht mehr spüren, die komplett abgespalten sind und das wird immer schlimmer. Also diese Kluft wird immer größer und das ist das, was ich seit Jahren beobachte und was jetzt angefangen hat. So dass es, also es hat vor 3 Jahren eigentlich angefangen. Jetzt dieses Jahr wurde es massiv sichtbar. Ebene der Beziehungen, der Freunde, der Familie, der Arbeit, also überall, wo wir mit Menschen zu tun hatten. Und jetzt, nächstes Jahr, geht es ums Thema die Sinnfrage. Wofür tue ich das eigentlich alles? Und wieso bin ich, was soll das überhaupt? Ja, also Sinnhaftigkeit wird nächstes Jahr ein Riesenthema. Und da muss jeder mit sich selbst in die Tiefe gehen. Und da das viele nicht können, wird es nächstes Jahr sehr turbulent für ganz viele. Aber da werden natürlich viele zu Ihnen kommen und sagen, naja, sagen Sie mir doch mal, was ist denn eigentlich der Sinn des Lebens? Sie wissen das doch. Sie haben doch da irgendwie. Ja. Ja, also ich denke ja immer, wie Camus, also das Leben hat überhaupt keinen Sinn und auf jeden Fall keinen Sinn, den wir verstehen. Ich meine, was sagen Sie den So, Leuten so. da? Erstens mal ist es gar nicht an mir, denen zu erzählen, was der Sinn ihres Lebens ist, weil das muss jeder selber rausfinden. Ja, Ich kann ja. ihnen nur zeigen, wie sie es rausfinden können. So. Aber da habe ich schon vorgesorgt, weil ich Mitte des Jahres gemerkt habe, irgendwas verändert sich gerade auch in meiner Arbeit und habe gesagt, ich mache jetzt keine Einzelsitzung mehr, weil ich merke, das ist nicht im Moment nicht der richtige Weg. Die Leute müssen jetzt aus eigener Kraft sich bewegen. Das ist vorbei mit gibt dir noch einen Impuls und noch einen Impuls und noch einen Impuls, sondern jetzt selber Hintern bewegen und dein Wissen, was du hast, nutzen. Und wenn nicht, dann musst du halt irgendwo anders abbiegen. Man kann nicht die Welt retten, sondern jetzt geht Sie es sind so darum zu erfrischend laufen. rheinländisch, Sie sind so pragmatisch. Ja, das hat mir von Anfang an gut gefallen, weil viele Leute sind. Es ist so nutzlos, es ist sinnlos, weil die Menschen begreifen es nicht, sie sprechen nicht die Sprache der Leute. Aber dafür muss ich halt auch verstanden haben, was kann ich denn mit dem Wissen machen, sodass es auf dieser Erde den Menschen im Alltag nutzt. Das nutzt nichts, wenn ich irgendwo hingehe, gehe am Wochenende, mach um. Und dann komme ich wieder nach Hause, bin wieder mit meinen Alltagsproblemen konfrontiert und fühle mich wieder genauso beschissen wie vorher, ja? Dann führe ich ja ein Doppelleben. Das macht ja gar keinen Sinn. Und Ja. darum ist eben eigentlich wichtig zu sagen, okay, wie könnte ich denn das im Alltag üben? Wie könnte ich denn den Alltag als Trainingsfeld betrachten?
und dann auch noch mehr Spaß daran haben. Ja. Also den Himmel auf Erden holen und nicht immer das Gefühl haben, ich muss in den Himmel aufsteigen. Für Ja, Sie gibt es wenn mir nur einen gefallen. Himmel oder gibt es auch eine Hölle? Nee. Ach so, nö, ja. Für mich gibt es nur die geistige Welt und die hat ein paar verschiedene Ebenen und die Hölle ist das, was der Mensch selber macht. Ich sage Ihnen dann, ich möchte Ihnen eine Geschichte dazu kurz Ja, erzählen, die ja. das super beschreibt. Ich hatte mit einer Frau Kontakt, also die wollte mit ihrem verstorbenen Vater reden. Ich kannte die nicht, kannte auch den Vater natürlich nicht. Und dann hat sie gesagt, sie wollte mal wissen, wie es ihm so geht und wo der jetzt so ist. Und dann habe ich ihr das beschrieben. Da hat er mir gesagt, ja, er wäre jetzt inzwischen angekommen. Und hat aber das so komisch betont. Da habe ich gesagt, ja, wo er denn vorher gewesen wäre? Sagt er, ja, er hätte in so einem Raum gesessen, in so einem weißen Raum. Da hätten noch ein paar andere gesessen, keiner hätte geredet, alle hätten einfach gewartet und auf der anderen Seite war eine Tür. Und immer mal ist zwischendurch einer aufgestanden und ist gegangen und war weg durch die Tür. Und dann hat er sich gefragt, er wartet jetzt mal aufs jüngste Gericht, weil er scheinbar katholisch war und er sich gedacht hat, ich warte jetzt, bis ich vor Ja. den Herrn getreten muss und Verantwortung übernehmen muss. Und dann hat die Tochter schon angefangen zu lachen und hat gesagt, na, wie lange hast du denn da gewartet? Und er hat gesagt, na, er hätte schon eine Weile gewartet. Nachdem immer wieder einer aufgestanden wäre, hätte er gedacht, er geht jetzt auch mal, weil es ihm irgendwann zu blöd geworden. Und dann ist er wie aufgestanden, hat sich durch diese Tür bewegt und war plötzlich in der geistigen Welt. Und dann sagte er den Satz zu ihr, es fällt mir schwer, dir das zu sagen, aber du hattest recht. Und dann hat die so angefangen zu lachen und sagt, ja, das war unser letztes Gespräch, bevor er gestorben ist, weil er immer darauf bestanden hat, dass er als Katholik vor das jüngste Gericht kommt und dann, klar, dann wird sich zeigen, ob er in der Hölle landet oder im Himmel. Ja, Und das habe ich mir auch die gedacht, hat dass sie. gesagt, das gibt es nicht. Und Ja. das, was ist es? Der Mensch erzeugt die Hölle selbst. Und auch natürlich, das muss ich auch noch sagen, es gibt eine Ebene, die sehr unangenehm sein kann, aber die habe ich selber kreiert über mein Leben. Wenn ich jetzt quasi, es gibt diese Lebensrückschau, es ist so eine Übergangsphase, die kann ganz unterschiedlich lang sein. Die ist dazu da, um dass das, was ich da in dem Video erklärt habe, mit den Auraschichten, die sich da wieder sortieren müssen. Und das kann unterschiedlich lang gehen. Und wenn ich jetzt in dieser Ebene bin und ich habe mein Leben lang kein bisschen mal reflektiert oder mich bedauert, dass ich jetzt da andere Leuten wirklich Schaden zugefügt habe und ich das jetzt durchgezogen habe bis zum bitteren Ende und ich komme jetzt in die geistige Welt und komme in diese Übergangsphase. Und dort werde ich konfrontiert mit meinen eigenen, also nicht konfrontiert mit im Sinne von, guck mal, was du Böses gemacht hast, sondern durch diese Lebensrückschau, durch diese Sortierung sehe ich meinen eigenen Lebensfilm, den ich selber gedreht habe. Und das kann echt unangenehm werden, vor allen Dingen, wenn ich in die Phase komme, wo ich spüre am eigenen Emotionalleib, was ich für Gefühle in anderen ausgelöst habe. Oh mein Und dann kann Gott. ich in der Phase kann ich den Himmel erleben, aber ich kann auch die Hölle erleben. Und Ja. das ist eigentlich mit der Hölle gemeint, aber das hat jeder selber in der Hand. Ja. Deswegen werden ja Ja. viele, die sterben, noch so leutselig und so am Schluss noch so, ja, ich möchte mich noch entschuldigen und Ja. so. Ja, auf einmal gibt es einen Gott und so, ja. Also ich denke mir das immer so. Ich weiß nicht, ob ich völlig falsch liege, aber ich denke mir einfach immer so, die Leute, denen wird auch Angst gemacht, weil ich stelle mir das ganz anders vor. Ich stelle mir das einfach so vor, ich bin hier und das andere ist da. Das ist neben mir. Also das ist um mich rum, Genau, es das geht einfach ist durch eine da. Tür. Ja, und das ist alles irgendwie, das ist nicht so irgendwie weit weg, das sind nicht irgendwelche, wie man das Nee. aus den Märchen und irgendwelchen Filmen nennt. Also wir hatten eine Amerikanerin jetzt auch erzählt, in Amerika gibt es tatsächlich Geisterjäger, also wirklich, Gibt's hier auch. ja, wirklich? Also, Ja, ich ja, kenne so zum einen. Beispiel, damit kann ich gar nicht anfangen. Und ich denke dann vielleicht auch, vielleicht kriegt jeder auch das, wie er sich das vorstellt am Ende so ein bisschen. Vielleicht kriegt jeder das Natürlich, aber sicher. Paket. Ja. Ja klar, ja sicher. Wir ziehen ja die Situationen an und wir kreieren sie ja selbst durch unsere Vorstellungskraft. Und die haben wir ja oft nicht im Griff. Und deswegen, ja, ist es deswegen auch bei Kindern gar kein Problem, weil Kinder sich da nichts Komisches vorstellen bis zum gewissen Alter. Und die sterben auch ganz anders. Also das ist so, die haben gar keine Angst in der Regel. Also das ist so völlig anders. Aber es ist tatsächlich so,
Die geistige Welt ist gar nicht weit weg. Die ist da, wo unsere Materie aufhört, fängt die geistige Welt an. So, es ist einfach wie eine Tür. Einfach eine andere Art von Aber eine Dimension, eine andere Dimension, eine Parallelwelt. Dimension, fertig, genau. Mit unserer Kreativität und mit der Inspiration können wir dort hinein und uns dort auch verbinden. Und auch über die Natur. Die Natur zeigt uns all dieses ganze Wissen auch überall. Und deswegen, es wird da schon ziemlich viel Blödsinn erzählt. Aber es hat natürlich einen Grund. Das sind noch so schöne alte Überbleibsel, weil Menschen, die Angst vor dem Tod haben, die kann man ganz wunderbar manipulieren. Und wissen Sie, ich sage Ihnen was von wegen Corona, weil Sie gefragt haben vorhin, ob das die Menschen verändert hat. Ich habe, als das anfing, einen Artikel in der, ich muss wirklich lachen, weil es ist so absurd, einen Artikel in der Bild-Zeitung sehen, nur die Überschrift, da stand recht zu Beginn, wir werden alle sterben. Und ich saß da und dachte, Natürlich was? werden wir alle sterben. Ja, die sind ganz nah dran, es zu verstehen. Ja, wir werden alle sterben, stimmt. Aber nicht an Corona. Ja, aber egal. Muss ja jeder selber wissen. Aber deswegen habe ich auch gar nicht viel in der ganzen Zeit mich da irgendwie geäußert. Mich hat auch keiner zum Glück groß gefragt. Ich habe so meine Meinung dazu gehabt und ich habe nicht einen Moment irgendwie Angst oder Sorge gehabt. Ich verlasse mich einfach auf meinen Körper, ich verlasse mich auf mein Gefühl und mein Gefühl hat gesagt, alles gut. Einfach, mach einfach weiter. Einfach weitermachen. Okay. Was passiert eigentlich, wenn wir träumen? Haben Sie Also, da wir träumen es unterschiedlich, ganz, ganz unterschiedlich. Es hängt davon ab, in welcher Ebene wir uns bewegen im Traum. Wir können uns in die geistige Welt bewegen, wir können können uns Verstorbene besuchen, das habe ich auch schon immer mal wieder erlebt. Dann gibt es die Ebene, wo wir unsere ganzen Traumata verarbeiten im Traum. Dann sind wir im Unterbewusstsein, also es hängt wirklich von der Situation ab und auch, wo wir mit unserer Aufmerksamkeit vor dem Schlafen gehen, hingehen oder auch gerade in unserer Phase des Lebens gerade sind. Also Aber Träume sind extrem dann gibt es hilfreich. Leute, die vielleicht Erfahrungen haben, aber sagen, das ist halt ein Traum. Und Ja, sicher, entweder es gibt ganz viele, die werden in der Nacht besucht und kriegen ganz tolle Durchsagen. Erlebe ich ja, wenn ich mit Menschen arbeite. Und dann brauche ich denen eigentlich nur sagen, dann verlass dich doch mal auf dein Gefühl. Der Traum hat sich doch anders angefühlt, als wenn du was verarbeitest oder ja. Und der Körper spürt es, der Körper reagiert. Dann sagen sie, das habe ich mir eingebildet. Das habe ich gesagt, ja, aber dein Körper hat doch reagiert. Du hast plötzlich Hühnerhaut gehabt, also Gänsehaut. Warum denn? Ja, das war Zufall. Sag ich, der Körper kann nicht lügen. Der Körper kann nicht lügen. Das vergessen die Menschen. Ja, der Körper ist nicht. Den kann man nicht bescheißen. Wenn der sagt, nee, da ist nichts, dann ist da nichts. Und wenn der sagt, da ist was, dann ist da was. Aber das ist Ja, wieder die Verbindung wobei zur das schon Materie. teilweise, man redet sich ja schon Sachen ein auch, ne? Zum Beispiel denken viele Leute, sie haben Krankheiten und haben sie nicht. Also es ist ja schon, man manipuliert sich ja schon auch selber. Also das ist ja, glaube ich, so die Ja, eigene. aber Sie können aber keine Krankheit erzeugen, die in ihnen nicht veranlagt ist. Das geht nicht. Was meinen Sie mit veranlagt? Die in ihnen veranlagt ist, ethisch irgendwie, oder? Ja, also es gibt ja Krankheiten, die, egal ob wir jetzt Krebs nehmen oder irgendwelche, was nehme ich als Beispiel? Nehmen wir innere Schleimhäute stehen dafür, dass wenn Schleimhäute sich immer wieder entzünden, innere Schleimhäute dann, also dann sind das Menschen, die sich selbst permanent, da überfordern sie nicht die Menschen, sondern sie selbst überfordern sich und gehen immer zu weit. Und haben dann logischerweise irgendwann mal eine belastete Schleimhaut. Wenn ich jetzt noch zusätzlich mir Angst mache und meine Gedanken auch noch in die Richtung lenke, dann habe ich schon einen Nährboden und dann kann es natürlich sein, dass ich das beschleunige, dass zum Beispiel eine Erkrankung ausbricht. Letztendlich ist das aber nur das Ende der Kette. Der Körper zeigt etwas, was schon da ist. Wir können also mit Gedanken nichts erzeugen, wo es nicht schon einen Nährboden gibt. Ja? Also die Also. Kapazität des Menschen fasziniert mich ja immer so, dass man im Grunde genommen nichts über Träumen weiß. Also es hat auch mal so ein Forscher in einem Interview zugegeben, wir wissen eigentlich nichts über Träumen. Und über das Gehirn wissen wir eigentlich auch so gut wie nichts. Und nur, Nee. dass wir nur 10% benutzen. Dann im Grunde genommen, viele Menschen sehen sie als etwas Besonderes, aber
jeder könnte wahrscheinlich irgendwie da hinkommen, um das Das abzuschließen. ist Also Training. Das meiste ist Training und Entwicklung und Selbstreflexion. Das ist überhaupt keine wahnsinnig heroische Leistung. Ich merke es ja bei meinen Ausbildern, also bei den Leuten, die ich ausbilde. Die Leute, die für sich den Weg gehen, das ist krass, wie die sich erweitern können. Und zwar in alle beide Richtungen, bleiben trotzdem auf dem Boden mit den beiden Füßen und können es dann auch anwenden für den Alltag. Andere kommen gar nicht zu mir. Die kommen mit mir, die drehen an der Tür schon wieder um. Ich ja. nenne die immer Egoteriker. Die fühlen sich bei mir komischerweise nicht so wohl. Und worüber ich auch ganz dankbar bin, weil ich brauche niemanden, der mir erzählt, was er schon für 10.000 Ausbildungen hat, aber ich sehe, er hat keine Grenze. Das sind einfach ABCs. Und nur ist das natürlich nicht so sexy, wenn ich sage, jetzt arbeiten wir erstmal an der Grenze. Und der sagt, ich wollte aber jetzt ein bisschen meditieren und wollte noch den Engel channeln und den Engel, ja, kannst du dann immer noch machen. Aber erstmal. Deswegen. Also ich würde mich auch mal ganz herzlich bedanken. Ich fand das sehr, sehr interessant und wollte das auch machen, das Gespräch, weil ich denke, dass es vielen Menschen, wenn man das so macht, so locker, dass es vielleicht vielen Menschen einfach auch hilft, mal diese Dinge nicht so von sich zu weisen. Und weil man dann auch merkt, ja, es ist vielleicht doch mal ganz interessant.